Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Herr Wesemann, ich habe Sie gesehen, sagten früher manch vorlaute Konfirmanden, wenn sie mich mal gesehen haben, außerhalb von Kirche und Gemeindehaus. Das kann ab und zu auch tatsächlich mal vorkommen. Wenn ich über das Kindergartengelände gehe, kann es sein, dass ein Knirps freudig zugelaufen kommt und ruft: Hallo, Frau Wesemann. Oder was noch besser ist: Hallo, Herr Inga. Manchmal muss man wirklich schon ziemlich genau hinsehen. Zum Beispiel bei der Partnerwahl, wenn er ein Auge auf sie wirft, zum Glück ja nur bildlich, ja sonst würde Liebe ja tatsächlich irgendwann blind machen, beim zweiten Mal spätestens. Früher hieß es: Papa, Papa, guck mal, was ich kann. Heute heißt es: Papa, guck dir mal das lustige Hundevideo an. Mann, das musst du gesehen haben, das WM-Finale, Wetten, das, den weihnachtlich beleuchteten Trecker-Trek, der hier nicht durchs Dorf gefahren ist, oder Avatar Teil 2. In dem Bibelvers, der uns durch das kommende neue Jahr begleiten möchte, heißt es: Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht, hört sich ja nun erstmal überhaupt gar nicht großartig an und spektakulär, oder? Wie kommt so ein einfacher Vers, so ein selbstverständlicher Vers dazu, Jahreslosung zu werden? Ich dachte immer, da gibt es so besondere Verse für. Nun gut, das ist doch nichts Neues, dass Gott mich sieht. Das hoffen und glauben wir ja wohl alle, dass Gott uns sieht. Sonst spielen wir ja nicht nur blinde Kuh, sondern auch blinder Gott. Natürlich sieht Gott alles und alle, sonst wäre er ja nicht Gott. Was soll jetzt daran das Besondere sein? Vielleicht schaut er ja auch einfach nur aus sicherer Entfernung von seiner Wolke irgendwie auf uns herunter oder sogar auf uns herab, während ich mich hier unten so abstrampel und mich durch meinen Alltag stressen lasse. Möglicherweise ist er einfach nur so ein unbeteiligter Zuschauer, der genauso wenig ändern kann und will oder kann, wie wir in einen Film eingreifen könnten, der vor uns irgendwie im Fernsehen läuft. Oder er ist vielleicht nur so ein ganz fieser Gaffergott, der uns neugierig in unserer Not anglotzt und ein paar Fotos mit seinem Handy schießt, anstatt zu helfen und mit anzupacken. Manche glauben, dass Gott so ist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dann übersieh mich doch mal bitte nicht. Übersieh doch bitte nicht diese Nöte der ganzen Welt und hilf uns. Bevor wir hoffentlich gleich noch erkennen werden, wie uns diese Losung im kommenden Jahr die Augen öffnen kann für unseren großartigen Gott, schauen wir mal hinein in unsere Bibel und blättern mal ein paar tausend Jahre zurück. Bis zu Abraham und seine Frau Sarah und deren Magd Hagar. Also drei Personen müssen wir uns merken: Abraham, seine Frau Sarah und deren Knecht Hagar. Abraham hatte von Gott die großartige Verheißung bekommen, ein großes Volk zu werden und so viele Nachkommen zu haben wie Sand am Meer oder Sterne am Himmel, was wahrscheinlich das Gleiche sein dürfte. Das Problem war, dass Abraham alt und seine Sarah die fruchtbaren Jahre schon ziemlich lange hinter sich gelassen hatte. Wie soll das also jetzt klappen mit dem Nachwuchs? Da Frauen meistens cleverer sind als ihre Männer, kam Sarah auf die Idee, ihre Magd Hagar zur Leihmutter zu machen. Die war nämlich im Gegensatz zu Sarah noch jung und fit, sodass man Abraham dann am Ende nicht zweimal bitten musste. Und das war dann auch kein Fremdgehen oder keine Affäre, sondern eine von Sarah verordnete und damals rechtlich komplett erlaubte Art der Familienplanung. Und wenn die Chefin das befiehlt, kommen Mann und Magd dieser Bitte natürlich nach. Hagar wird, wie könnte es anders sein, schwanger und damit leider auch sehr zickig, was dann nicht nur so auf ihre weiblichen Stimmungsschwankungen zu schieben ist. Sie fühlt sich ihrer Herrin Sarah durch ihre neue Situation überlegen und zeigt ihr das auch, der Sarah, der alten Schnepfe. Woraufhin Sarah eingeschnappt ist und sich bei ihrem Mann Abraham ausheult. Sie holt sich dessen Unterstützung und zwingt Hagar jetzt so richtig hart, noch unangenehmere Arbeiten zu verrichten als vorher. Also Zelt putzen, Ziegen melken, kochen, backen, wahrscheinlich Sarah die Haare bürsten, Klo putzen und so weiter. Sarah ist streng und hart zu ihr wie nie zuvor.
so hart, dass es Hagar nicht länger aushält. Sie kann und will nicht mehr. Irgendwann ist bei ihr, wie bei uns ja auch, eine Grenze erreicht. Ihr Bauch wird immer größer und schwerer. Sie plagt sich, so wie Schwangere das tun am Ende. Aber sie hat niemanden, der sie unterstützt. Niemand, der sie sieht. Da ist keiner, der sich für sie einsetzt. Nicht mal ein Mutterschutzgesetz. Dabei hatte sie doch nur ihre Pflicht getan. Und nun das. Sie ist ganz allein und auf sich gestellt. Und so entscheidet sie sich dann eben zu fliehen. Irgendwohin, wo sie niemand sucht, Hauptsache weg, dort an dem fremden Ort, an einem einsamen Ort, da bricht ihre Verzweiflung über sie hinein. Und ich finde, da ist das Bild hinter mir ganz gut getroffen. Da saß sie nun in der Wüste. Sie hatte Wasser, aber keine Perspektive. Sie war einsam und allein. Sie sah nur sich und ihre Not, aber niemand sah nach ihr. Bis ein Engel Gottes kommt, in diesem Fall ein blauer Engel, wer hätte das gesagt, die blaue Figur im Hintergrund, ein Engel Gottes kommt und der bewegt sie mit warmen Worten zur Rückkehr. Kehre zurück zu deiner Herrin Sarah und ordne dich ihr unter. Du musst nicht weglaufen, denn ich werde dich dort segnen, an deinem Platz. Und deinen Sohn, den du bekommen wirst, den werde ich auch segnen. Durch ihn wirst du viele Nachkommen haben. Da schöpfte die junge Frau neuen Mut. Die guten Worte Gottes lassen ihre Verzweiflung verschwinden. In ihrer Seele weiß sie jetzt, dass am Ende alles gut werden wird, weil Gott, der Herr, es ihr versprochen hat. Sie beginnt zu staunen und zu danken und verpasst dem Allmächtigen einen neuen Namen. Sie spricht und ruft diesen Namen aus: Du bist ein Gott, der mich sieht. Weil sie erkennt, dass Gott sie auch in ihrem Leid, in ihrer Einsamkeit, in ihrer Hoffnungslosigkeit sieht, richtet sie ihren Blick wieder auf Richtung Zukunft. Was lernen wir aus dieser alten, interessanten Geschichte für unser Leben heute? Wir lernen und wissen, es tut immer weh, auch für uns immer noch, das tat es schon seit 1000 Jahren, es tut weh, übersehen zu werden. Jeder sieht nur sich, haben wir manchmal den Eindruck, aber niemand sieht mich. Xavier Naidoo brachte dieses unfassbar verletzende Gefühl vor vielen Jahren, als er noch gute Musik gemacht hat, mit einem bewegenden Liebeslied zu Gehör. Da heißt es: Wenn sie vorbeigeht, dann scheint es wie ein Feuerwerk. Vor einem Himmel ist sie es, die ich bemerk. Ihrer Königlichkeit ist nur ein König wert, ein anderer als ich. Ich bin wenig königlich. Sie, die Angebetete, sie sieht mich einfach nicht. Aber nicht nur Verliebte leiden, wenn sie nicht gesehen werden. Schüler beklagen sich immer, wenn der Lehrer ihre Leistung nicht sieht. Ja, warum hat die eine 3, die hat sich weniger gemeldet als ich und ich habe auch nur eine 3 oder so. Im Sport übersieht der Trainer das Talent der jungen Spielerin. Ehepartner fühlen sich vom Gegenüber nicht gesehen und manche Arbeitnehmer fühlen sich von ihrem Chef übersehen. Und wer sich übersehen fühlt, der fühlt sich auch irgendwann übergangen. Wer diese Erfahrung zu oft machen muss, der landet, so wie Hagar hier auf dem Bild, dann irgendwann in der Wüste der Einsamkeit. Er badet in Selbstmitleid und Verzweiflung und merkt, wie Mut, Hoffnung, Wille und Gefühle vertrocknen und verdorren. Die beste Botschaft für das neue Jahr lautet aber: Gott sieht dich. Nein, keine Angst, er sieht dich nicht als Überwacher und Ordnungshüter, der jeden deiner Schritte überwacht, wie in China oder anderen Überwachungsstaaten und nur auf einen Fehltritt wartet, um dir eine reinzuwürgen. Er sieht dich auch nicht als unbeteiligter Zuschauer, als Gaffergott, dem du letztendlich völlig egal bist. Nein, er sieht dich als dein dich liebender Vater. Er sieht dich als dein Nachhausebringer, dein Versorger, dein Heimatgeber, dein Freund und Helfer. Alles ändert sich, wenn du weißt, Gott sieht dich. Er ist immer für dich da. Er übersieht dich nicht. Du bist ihm so wichtig, dass er ein Auge auf dich wirft. Er sieht dich, wenn du von anderen und deinen eigenen Ansprüchen immer wieder neu zerrieben wirst, wenn du dich zerreißt zwischen Beruf und Familie, kleinen Kindern und Eltern. Er sieht deine Fehler, dein Versagen, deine Unzulänglichkeiten.
Er sieht, was andere über dich sagen, obwohl es oft nicht stimmt. Er sieht dich, wenn du in Selbstmitleid badest und vergisst, welchen großen Gott du an deiner Seite hast. Er sieht deine Sorgen, er sieht deine Ängste, er sieht deine Ratlosigkeit, er sieht deine Erschöpfung, deine Krisen, deine Mutlosigkeit. Er sieht deine Tränen, die des vergangenen und sogar schon die des kommenden Jahres, Tränen vor Schmerz, aber auch die Tränen vor Glück. Er sieht auch schon, über was du dich im kommenden Jahr alles freuen wirst. Und er hat da bestimmt schon einiges für dich vorbereitet. Er sieht deine bröckelnde Hochglanzfassade. Er sieht dich, wenn du allein und ungeschminkt und ungefiltert echt bist. Und selbst dann sieht er nicht weg. Er übersieht dich nicht, weil du ihm wichtig bist. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wenn es also im neuen Jahr Situationen geben wird, wo man dich übersieht, wo dich keiner versteht, wo du allein bist und in deiner Not und denkst, dass dir keiner helfen kann, denn soll das dir Trost und Kraft sein. Du bist gesehen von Gott, du bist angesehen, beliebt und geliebt von deinem Vater im Himmel. Er kam ja extra runter auf die Erde, um dir in die Augen zu sehen. Und er setzte einen Fuß auf diese Erde, damit du ihm deine Hand reichen kannst. Denn ihm bist du wichtig mit allem, was dich verzweifeln lässt. Papa, Papa, guck doch mal, vielleicht kann dieser Kinderwunsch sogar zu einem Gebet werden, wenn du nicht mehr weiter weißt oder einsam und verlassen bist. Papa, lieber Vater, schau doch her und achte auf mich. Guck doch mal, denn du bist doch ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich, nichts ist ihm verborgen und das ist auch gut so. Und das gilt heute und auch für jeden Tag des neuen Jahres, das Gott uns allen in seiner Gnade noch schenkt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.